So, hallo, herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Heute geht es um ein ernstes Thema, um ein sehr ernstes Thema. Und zwar haben wir ja vor langer Zeit oder vor rund einem halben Jahr, letztes Jahr im Oktober, ein Video auf unserem Kanal veröffentlicht über Liquiditätsengpässe, Geldmittel, Kopffick auf Deutsch gesagt, wie man damit als Selbstständiger umgeht, was man verlernt daraus zieht und was man vielleicht ändern sollte oder geändert hat oder eben auch nie. Nach dem letzten Video, sprich 400k minus, das kann man euch jetzt hier nochmal einblenden oder verlinken, haben wir eine enorme, also wirklich in den Kommentaren, ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken, glaube ich, eine enorme Resonanz drauf gehabt von euch. Genau, das Video hieß, ich habe es nochmal rausgesucht, Reich an Schulden, ist vor 9 Monaten gelaufen, hat mittlerweile, glaube ich, die meisten Klicks, glaube ich, auf dem Kanal, also hat alle Videos, egal mit wem und was wir da gemacht haben, überholt. 1836 Kommentare, ich meine, das ist mit Abstand das kommentarreichste Video oder interaktivste Video, was wir jemals gemacht oder bekommen haben und haben da einen enormen Zuspruch für bekommen. Das freut mich auch sehr. Und auch sehr viel Feedback, positiv, natürlich auch negativ, gar keine Frage. Aber wir haben halt sehr viel Feedback bekommen in Sachen, uns geht's ähnlich. Und das fand ich irgendwie erschreckend, weil ich immer gedacht habe, wir sind alleine damit, mit diesem Schuldenberg, in Anführungsstrichen, der für Außenstehende, die nichts mit Selbstständigkeit und Krediten am Hut haben oder wie das in der Geschäftswelt, in der Unternehmerwelt zum Großteil abläuft, für die war das ja, du bist ja bankrott, du bist ja Game Over, da kannst du Insolvenz anmelden und so weiter und so fort. Dem stimmt natürlich nicht, da unser Unternehmen Gott sei Dank ja positive Zahlen auf- oder ausweist. Das heißt also, wir erwirtschaften Gewinne, die Gott sei Dank aktuell noch ausreichend sind oder beziehungsweise groß genug, um das ganze Rad hier drehen zu lassen. So, und diese Linie, die wir da haben oder diese Schulden, die wir haben, die brauchen wir natürlich, um uns weiter bewegen zu können. Autos abwickeln zu können, Käufe zu tätigen, Ablösungen zu tätigen, Investitionen im Zweifel zu tätigen. Jetzt haben mir auch einige geschrieben, wie ist da eigentlich weitergegangen, wie geht's jetzt, was habt ihr jetzt getan, habt ihr immer noch dieses riesige Minus, was ihr vor euch herschiebt oder nicht? Dieses riesige Minus konnten wir abbauen und zwar nahezu zu nicht komplett, aber im Bereich zwischen 90%, 85% und 100%. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwo vielleicht einen Geldgeber bekommen haben oder sonst was. Das ist natürlich Käse. Du würdest das Minus nur verlagern. Du kriegst vielleicht Geld von A und schiebst es nach B sozusagen, hast aber dann quasi hier das Loch gestopft und hast ein Loch woanders, was dann am Ende noch größer ist mit noch mehr Zinsen. Wie haben wir das Problem, auf Deutsch gesagt, erstmal in den Griff bekommen? Ich habe schon vor über 2 Jahren zum Julian gesagt, dass es eng wird. Also es wird für uns im Autohandel eng. Das hat einen ganz einfachen, simplen und banalen Grund. Und da sind noch nicht mal unbedingt Betriebskostenabrechnung der größte Faktor. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Faktor 2 ist aber, und das ist der größte, der gestiegene, in sehr kurz, sehr stark gestiegene Zins. Das bedeutet für uns, wenn wir ein Auto kaufen, das kostet 20.000 Euro, haben wir vielleicht vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr noch, vor einem halben Jahr, haben wir dafür ungefähr, sagen wir mal, vielleicht 4% Zinsen gezahlt. Da reden wir jetzt roundabout über 7-8%, Tendenz steigend. Also ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich bei 8-10% am Jahresende im Zweifel, wenn es weiter so geht, liegst. Der zweite Punkt ist, das gilt ja auch für die Endkunden, die hier Absatz finanzieren. Das heißt also im Umkehrschluss, und ich will euch was versuchen, einen Gesamteinblick zu geben, damit ihr nachvollziehen könnt, was meine Denkweise dahinter war. Und ich weiß nie, ob das richtig ist, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ob ihr eine bessere Idee habt, dann immer her damit. Bin für Ideen und Anregungen natürlich immer offen und empfänglich. Vorausgesetzt, es ist irgendwie was Konstruktives oder was Darstellbares. Es ist aber so, dass ich den Zinsanstieg habe kommen sehen, auch letzten Oktober schon und auch schon, wer es mir jetzt nicht glaubt, auch vor über 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon, habe kommen sehen, was hier passieren wird. Da ist der Julian, die Lisa, also die, die mich schon lange begleiten und die da eng mit mir in dem Bereich zusammen sind, meine Zeitzeugen, dass das kein Quatsch ist und ich habe da leider, man hat früher auch immer zu mir gesagt, meine ehemaligen Geschäftspartner und so weiter und so fort, die haben das immer genannt Tetzes Thesen und leider, die haben sich immer ein bisschen lustig gemacht über meine Prognosen, aber leider hatte ich immer recht. Nie in allen Punkten, aber in 90% der Fälle, bin ich mir sicher, lag ich mit meinen Vermutungen oder mit meinen Thesen, so wie die es genannt haben, Thesen, richtig. Und meine These war auch vor 3 Jahren, es wird knallen, das wird aber sehr spät verlagert kommen. Viele haben ja gesagt, wo 2020 die Corona-Krise losging und der Lockdown und dann 2021 der nächste Lockdown kam, wurde ganz groß gesagt, jetzt im 2021 ist es vorbei. Ich sage, ne, die Konsumbereitschaft ist noch da, der Zins ist noch niedrig.
aktuell noch nicht. Dann kam Lieferengpässe, dann stieg der Zins. Ne? Dann kam Krieg, dann stieg der Zins, dann gingen die Rohstoffpreise, hier die Gaspreise, Strompreise, alles durch die Decke. Und da wurde dann zum ersten Mal die Kauflaune, dann noch Wärmepumpen, Olé, ja, Wärmepumpenparty, die wir dann noch feiern wollen. Das hat dann die Kauflaune gebremst. Also das hat die, ich sage ganz, ganz, ganz gerade raus, für mich hat dort die Bundesregierung entscheidende Fehler gemacht. Erstens, wozu ist eine Bundesregierung da oder eine Regierung? Wozu wählen wir eine Regierung? Was ist denn ihre Hauptaufgabe eines jeden Präsidenten, eines jeden Kanzlers? Weiß der Geier, wie du die Typen nennen willst. Aber denn ihre Hauptaufgabe meiner Meinung nach ist, dafür zu sorgen, dass es keinen Krieg gibt. Das ist die oberste Priorität, zu verhindern, dass das passiert. Dafür sind diese Typen da. Das ist meine persönliche Meinung. Die haben also versagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer baut jetzt aus? Alle. Natürlich am intensivsten die, die es direkt betrifft. Die im Kriegsgebiet leben, die Bevölkerung. Das ist das Schlimmste. Aber am Ende des Rattenschwanzes, wenn man da mal nach ganz hinten guckt, kommen auch wir. Und das spüren wir jetzt. Steigende Inflation, diese ganze Kombination ist jetzt zu einem Ball zusammengeraten, meiner Meinung nach, der echt erheblich eklig werden könnte. So, und das habe ich halt kommen sehen, deswegen habe ich auch 2020 gesagt oder 2021 im Lockdown, wir müssen jetzt was machen. Das war auch der Thema, das auch der Punkt, wo wir mit YouTube gestartet sind, so richtig gestartet. Wir haben es vorher so lapidar gemacht und haben dann richtig Gas gegeben. Warum? Weil ich wusste, wir müssen uns was aufbauen. Und deswegen haben wir dort auch wesentlich mehr Ressourcen hineingepulvert, auf Deutsch gesagt. Also sprich, natürlich auch Geldmittel, keine Frage, und natürlich auch Zeit. Energie. Es kostet ja auch Energie und Zeit und auch zum gewissen Teil ja auch Nerven, dieses YouTube-Game zu betreiben. Da sieht man einfach aus, klappst die Kamera auf hin, laberst eine Scheiße da rein und dann freuen sich da 100.000 Menschen im Zweifel. Das kommt aber nicht von jetzt auf gleich und das passiert auch nicht über Nacht und das musst du dir aufbauen. Das ist wie ein Autohandel, das ist wie ein Unternehmen aufbauen, einen YouTube-Channel zu betreiben. Das müssen sich die Leute auch mal ins Gedächtnis rufen, bitte. Oder mal versuchen, bewusst zu werden. Einen YouTube-Channel zu betreiben, der über 100.000 Aufrufe hat oder 50.000 oder 20.000, die auch regelmäßig kommen, das musst du dir aufbauen. Das kommt nicht. Oh, toll, auf das Arschloch hat jetzt jeder gewartet. Jetzt ist er endlich da. Juhu, wir klicken alle den seine Videos an. Das kannst du vergessen. So läuft es nicht. Habe ich auch gedacht. Machst du 5 Videos, hast du 5.000 Abonnenten. Vergiss es. Gibt so viele Kanäle, die wirklich gut sind, die gute Videos machen, die underrated sind. Aber wir driften vom Thema ab. Worauf ich hinaus wollte ist, ich habe das kommen sehen, deswegen dieser YouTube-Channel, deswegen das ganze andere drumherum. Natürlich auch, weil ich das schon immer machen wollte, ist natürlich auch ein Faktor, aber die Motivation war dann natürlich noch viel, viel größer als nur der Gedanke hier oben im Kopf. Und dann war letztes Jahr Oktober und da war ich an dem Punkt, der Handel lief eigentlich solide, sag ich dir ganz ehrlich. Also der Handel ist letztes Jahr noch echt solide gelaufen. Ob wir die Vorjahreszahlen aus dem letzten Jahr erreichen, wage ich aufgrund der gestiegenen Kosten, dazu komme ich dann gleich noch, der massiv gestiegenen Kosten, wage ich sehr zu bezweifeln. Zum Glück waren wir vorher nie auf Kante genäht, weil wenn du auf Kante genäht bist oder warst, kippst du dann um. Ich wusste natürlich, dass das Geld da ist. Also für die Leute, die das Minus gesehen haben und gesagt haben, der ist ja pleite, das stimmt nicht. Das Geld ist nur unterwegs. Das Geld ist quasi physisch nicht da, aber es ist da. Das nennt man Umlaufvermögen, ne? Ich habe also für 100.000 Autos abgelöst, da kriege ich noch das Geld vom Kunden oder von der Bank und ich habe für 300.000 Euro Autos gekauft. Und dann habe ich noch 200.000 Euro im Bestand. So, und dann habe ich natürlich versucht auch zu analysieren, Mensch Enrico, das geht doch nicht weiter, du machst ja deine Birne kaputt, ja? Da drehst du doch durch irgendwann. Und das macht dir auch keinen Spaß. Weißt du, wie ich meine? Ich kenne Unternehmer, die leben immer nach diesem Schema, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie zum Monatswechsel das Geld bekommen. Ehrlich jetzt, kenne ich nicht bloß einen, da kenne ich mehrere. Und das ist der Punkt, warum dein Chef manchmal einfach auch mit einer Scheißlaune auf Arbeit kommt. Weil der wahrscheinlich gerade irgendeinen Kackbrief bekommen hat vom Finanzamt oder von seinem Steuerberater oder irgendeinen Anruf von irgendeinem, der ihm irgendeine Kacke erzählt hat und der auf sein Konto geguckt hat und gedacht, verdammte Scheiße. Jetzt ist hier Zahlungsausfall sowieso und wir müssen aber noch das und das bezahlen und die zahlen ewig nie und nur so ein Theater. So läuft es in der Geschäftswelt. Und wir haben es jetzt de facto so weit geschafft, uns in der Liquidität so weit zu erholen, dass wir quasi mit dem Konto, wenn alles jetzt da wäre, also sprich, wir haben... Das ist auch ein Thema. Wir haben viel Geld verauslagt. Ehrlich jetzt, absolut Retalk, mein größter Fehler. Also wirtschaftlich, geschäftlich, mein größter Fehler, den ich in meiner ganzen Karriere gemacht habe, bis jetzt. Und ich weiß noch nicht, ob ich dazu noch ein Video machen werde. Also das war auch extremst blauäugig, zu viel Vertrauen, extremst dämlich. Also wirklich, da würde ich am liebsten mich herumdrehen
Und so lange hier gegen die Gipswand meinen Kopf schlagen, dass wir hinterher einen Trockenbauer anrufen müssen. Der sagt, da bauen wir die ganze Wand bitte neu auf. Spaß beiseite, ernst, komm her. Das war extrem dämlich. Und wenn die Kohle jetzt da wäre, wir haben natürlich immer Rücklagen, die wir bilden auf dem Unterkonto im Zweifel. Also wenn das, wenn du die Rücklagen, die da sind und das Geld, was ich vor Monaten leider schon verauslagt habe, dann wären wir immer im Plus gefahren jetzt. Also ne, im deutlichen Plus. Jetzt sind wir immer so, kannst du sagen, mal, wo sind wir denn jetzt? Also jetzt haben wir gerade ein paar Autos bezahlt noch. Ich sage euch mal, wo wir jetzt stehen aktuell. Naja, ne? Und so läppert sich das. Ne? Ein 10er ein Auto gekauft, 36.500 eins abgelöst, dann Zinskosten 3.200 Euro an die eine Bank, 3.200 Euro an die andere Bank, ne? 3.232, 3.271, ich sage euch, welche Bank welche ist. Aber dazu können wir gerne auch nochmal ein Video machen. Dann hier nochmal ein Auto gekauft für 22 Mille, dann für einen Streitfall 6.000 Euro Gutachterkosten rausgelegt, ne? Ich sag nur Hashtag Corvette. Dann hier noch ein Auto gekauft für 16, dann noch ein Auto gekauft für 17, dann noch ein Auto gekauft für 36,5 und so läppert sich das. Energiekosten 1.385 Euro. Es war ja gerade Monatswechsel, ne? Heute ist der 5. Das heißt, Gehälter und der ganze Scheiß ist weg, die Mieten sind alles weg, sämtliche Zinskosten sind weg und wir haben jetzt ein Minus von 137.000 aktuell. Und was ihr rausgehört habt, ist also, wir haben ja Autos auch gekauft. Also es dreht sich ja was, ne? Also wir haben Autos dazu gekauft. Und ich denke mal, jetzt alleine die Woche für 100.000 Autos gekauft. Also Liquidität haben wir da. Die Frage ist jetzt also, was haben wir jetzt gemacht? Wie sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir die Liquidität innerhalb, also es geht schon seit 2 Monaten oder ja, ich würde sagen, seit, jetzt haben wir Anfang Juli, aber ich denke, wir haben unsere Liquidität seit Anfang Mai so weit im Griff, dass wir sagen können, wir sehen auch mal wieder grüne Zahlen und auch über längeren Zeitraum. Ja, also jetzt keine, klar, keine 150 Cash im Grün, sondern aber immer 50 Cash oder mal 80 mal im Cash. Ne, oder, ne. Da kommen wir schon jetzt öfter wieder hin, was mich natürlich auch sehr, sehr freut. Aber wir sind noch nie am Ziel. Mein Ziel ist es, bis Jahresende das Unternehmen so zu strukturieren und so zu organisieren, vorausgesetzt, wir verkaufen bis dahin nur noch ein paar Autos, das ist ja die große Frage, dass wir am Jahresende nach Monatswechsel mit Autos normal bewegen, Minimum 100.000 im Plus sind. Das Geld werden wir brauchen, um diese Monate A, um zu investieren in Projekte, die jetzt kommen werden, zwangsläufig müssen, und Durchstrecken zu bewältigen. Ich will nicht schwarz malen, aber ich sage es euch ganz gerade raus, das wird noch scheppern. Das knallt noch. Es wird noch der Punkt kommen, wo du hier froh bist, jetzt verkaufen wir so um die 30 Autos im Monat. Das ist alles im grünen Bereich noch. Aber es wird der Punkt kommen, an dem es ja einfach knallt, wo einfach gefühlt einen Monat lang nichts passiert. Ich sehe das kommen. Ich sehe das ja auch kommen, dass mir immer mehr Händler ihre Autos anbieten, weil sie die nie loskriegen. Zum Teil. Die bieten dann mir nie die Autos an, die sie gerade gekauft haben, die gefragt sind. Die bieten mir ja nur das an, was nie funktioniert. Wo sie dringend loswerden müssen, im Zweifel. Das ist so. Habe ich ja hier auch Autos zu stehen. Es geht mir ja genauso. Aber wir müssen halt täglich strugglen. Und das bin ich nicht der Einzige, den es so geht. Da gibt es noch ganz viele andere Unternehmen, die ähnliche oder gleiche Sorgen haben. Aber Fakt ist eins, und ich hab gedacht, Enrico, wenn du das so weitermachst, dann bist du entweder nächstes Jahr, ich bin charakterlich oder vom Kopf her ziemlich fest. Also unternehmerisch war ich bestimmt auch schon mal an der Grenze und vielleicht auch schon mal ein Stück drüber vom Kopf her, aber ich war noch nie an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Das ist mir noch nie passiert, in 15, 16 Jahren Selbstständigkeit nicht. Ich glaube, deswegen bin ich auch relativ stabil. Ich sehe auch viele Sachen mittlerweile gelassener als früher, aber es gibt auch so ein paar Punkte, wo ich deutlicher werde. Mittlerweile sehr deutlich. Vor allem, wenn man versucht, irgendeiner Scheiße zu erzählen. Vor allem in der heutigen Zeit, vor allem die Kunden versuchen, immer mehr Quatsch zu erzählen. Das ist, früher war es andersrum, da hat der Händler, das gleicht so ein bisschen aus, da hat der Händler wahrscheinlich gerne Quatsch erzählt, oder wir waren es, ja. Jetzt erzählt aber gerne auch mal der Kunde Quatsch. Aber andere Baustelle. Fakt ist, wir haben es gelöst. Ja, also folgendes gemacht. Ich habe mich dann gefragt, woran liegt denn das? Habe ich dann mit dem Steuerberater hingesetzt und gesagt, hier, das kann doch nicht sein. Wo ist die scheiß Kohle? Und dann haben wir uns eine Übersicht verschafft. Du musst erstmal eine Kapitalübersicht dir verschaffen. Wo ist eigentlich mein Geld? Was macht das da gerade? Wo ist das gebunden? Warum ist das dort gebunden? Wie kriegt man das wieder flüssig? Dann ist irgendwann aufgefallen, dass hier ohne mein Wissen oder Zutun die Auslieferungsfristen für die Autos verlängert wurden. Das heißt also, Kunde A kommt hier rein, kauft ein Auto. Meinetwegen, der zahlt 5.000 an oder der zahlt 10.000 an und finanziert 20.000. Auto kostet mal fiktiv 30, der zahlt einen 10er an, finanziert 20. Dann hat er einen Zulassungstermin in 14 Tagen, weil dem gesagt wurde, in 14 Tagen ist das Auto fertig. Früher war hier die Auslieferungsfrist im Schnitt 14 Tage.
also sprich von Kaufvertragsunterschrift bis es zum Kunden übergeben wird, 14 Tage. Das habe ich gleich am Anfang nie mitbekommen, was da läuft, sondern da wurde dann halt, der Kunde hat angezahlt und dann wurde denen der Brief rausgeschickt. Das heißt also, was ich, das Auto hat gekostet 25.000, mal als Beispiel, lässt sich einfach rechnen. Der Kunde hat einen 10er angezahlt, also ich bin mit 15 im Vorlauf gegangen. So, wenn das Auto dann finanziert ist und die Abrechnung da ist und ich habe den Brief zurück, kann ich das Auto den Brief zur Bank schicken, bekomme mein Geld. Dann bekomme ich das rechtliche Geld. Dann habe ich meine Liquidität wieder zurück. So, wenn das aber alles nicht zügig funktioniert, sprich der Kunde meldet das Auto nie an, die Werkstatt wird nie fertig, die Auslieferung wird verschoben. Und das werden die, aus 2 Wochen werden 3 Wochen oder 4 Wochen, umso länger warte ich auf mein Geld, umso größer wird der Ball. Weil in der Zwischenzeit passiert mit einem anderen Kunden Ähnliches. Dann hat er einen Zulassungstermin verschmitzt, dann hat die EVB nie gepasst, dann ist die Werkstatt nicht fertig geworden, dann ist das Teil nie gekommen. Dann hat der zuständige Verkäufer keine Lust gehabt, an dem Tag noch ein Auto auszuliefern. Ist no joke, ja. Und dann baut sich ein Ball auf, wo du dann wir haben dann hier eine Kapital- oder Liquiditätsübersicht gebaut, in Form von Excel-Listen, die recht umfangreich sind, damit du eben siehst, wo welcher Kunde bei welcher Bank, wie, was, wo, wie finanziert hat und wo wann angezahlt und welches Auto. Das ist doch sehr umfangreich, das muss auch jemand führen, das muss also jemand machen, das nennt man dann also das Controlling, das Finanzcontrolling, damit du hier im Überblick bist. Und da haben wir dann einfach gesehen, dass da einfach mal schnell zwischen 250 und 350, manchmal im Peak 400.000 Euro Finanzierung draußen lagen. Und das ist für so ein kleines Pimmelunternehmen, wie wir hier sind, so eine knappe 10-Mann-Bude, enorm viel Geld. Enorm viel Geld. Und die Gewinne hängen ja da hinten dran. Das heißt also, mein Gewinn kommt ja im Regelfall logischerweise erst, wenn das ganze Auto bezahlt ist. Das darfst du an der Stelle nicht vergessen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, scheiße, was machen wir jetzt, Enrico? Wir müssen die Auslieferungsgeschwindigkeit erhöhen. Ne, im Winter habe ich dann gerafft, was läuft. Das entschieden wurde, ohne dass irgendjemand mit mir noch ein Wort darüber gesprochen hat, dass wir Auslieferung anstatt 2 Wochen 3 bis 4 Wochen machen. Also da habe ich dann echt gedacht, so, wenn wir jetzt nie irgendwie sofort das Ruder rumreißen, dann sind wir ja Mitte des Jahres weg und alle fragen sich, warum. Also ich sage dir ganz ehrlich, also ich meine es wirklich ernst, also ne, so sah es aus, obwohl wir nicht defizitär sind oder waren. Wir haben immer im Positiven gewirtschaftet und nie auf Kante, sondern so, dass es passt, dass es okay ist, dass du sagst, dafür lohnt sich der Scheiß. Und da staunst du dann schon nicht schlecht, wenn du das dann so nach und nach aufrollst und dann mitbekommst, ne? Und ohne dass da, wie gesagt, einer mit dir geredet hat. Und Fakt ist, dass ich dann reagiert hatte und hatte da schon mir überlegt, okay, Enrico, du musst also dein Unternehmen neu strukturieren. Erstens brauchst du hier jemanden, der hier das Ruder in der Hand hat, wenn du nie da bist. Das heißt, durch dieses YouTube-Game, währenddessen ich jetzt hier mit euch rede, muss dort jemand sitzen, der das im Griff hat, der das im Blick hat, der weiß, was los ist. Den habe ich da sitzen. Und der mit seiner Hilfe und entsprechendem Werkstattpersonal und dem Controlling, was wir gemacht haben, haben wir es geschafft, quasi die Auslieferungszeit enorm zu verkürzen. Also sprich von, wir waren im Peak in 4 Wochen. Wir sind jetzt teilweise, keine Ahnung, wir verkaufen heute den Twingo und können den schon übermorgen ausliefern. Also wir drehen schneller, das ist wichtig, weil ich wusste, wir brauchen den Cashflow eher zurück. Umso eher ich mein Geld wieder habe, umso eher kann ich weitermachen, umso weniger Zinsen zahle ich. Die KK-Linie kostet übrigens 10%, aktuell 10,8%. Lange Rede, gar keinen Sinn. Für alle Selbstständigen vielleicht da draußen, die ähnliche Probleme haben. Wie haben wir das gemacht? Wir haben es wie folgt gemacht. Controlling, wo ist mein Geld, wo steckt das? Dann haben wir dafür gesorgt, dass die Briefe just in time auch rausgeschickt werden. Das heißt also, der Zulassungstermin ist übermorgen. Dann wird der Brief auch heute erst rausgeschickt und nie irgendwie 2 Wochen eher oder eine Woche eher. Das ist der nächste Punkt. Das ist aber eigentlich logisch. Das war vorher eigentlich schon immer so gewesen, wurde aber auch irgendwie dann mal geändert. Einfach mal so. Ging auch damit weiter, dass wir vorher die Autos im Detail anschauen, die Struktur und den Prozess so geändert haben, dass wir vorher genau wissen, was mit dem Auto ist. Also jetzt seit März haben wir es so, dass wir jedes Auto quasi so angeguckt haben, dass wir grob zumindest wissen, was damit ist. Also dass wir wissen, wir brauchen eine neue Bremse, wir brauchen einen neuen Querlenker, wir brauchen einen neuen Zahnriemen, wir brauchen einen neuen Service, wir brauchen, also zumindest, dass wir technisch wissen, was ist da zu tun, die Klimaanlage geht nie oder der Fensterheber geht nie oder sowas, dass wir das eben wissen und dann vorher auch planen können. Und dann haben wir uns auch einen Plan gebaut, wie, wann, welches Auto, wenn es verkauft ist, wo ausgeliefert wird, wann machen wir welche Gewährleistungsreparatur. Na, dass wir dort einen Strukturenplan haben, dass wir wissen, wo wir uns bewegen. Und haben dann angefangen, unsere EDV bzw. unsere administrative Seite auch so anzupassen, dass wir die Listen und die Übersichten, die wir haben, auch adäquat führen. Das wurde vorher alles vernachlässigt, obwohl es das alles schon gab. Das ist der Punkt. Ne, hast du selber. Das ist das Problem auch mit dem Fernsehen.
durch das Fernsehen war natürlich mein Fokus klar auf den Einkauf der Fahrzeuge und auf den Handel. Aber ich musste mich ja parallel am Ende des Tages auch irgendwo teilen und mich darum kümmern, was wird mit dem Fernseh, mit der Fernsehshow quasi bei Sport 1. Wie wäre der Lage her oder wie stelle ich die zufrieden? Wie stelle ich die Community bei YouTube zufrieden, dass wir dort trotzdem eine Entwicklung haben? Und wie kriege ich meine Frau und meine Familie damit unter, dass das alles einigermaßen passt? Und ich sagte, so wie es ist, da ist auch einiges auf der Strecke geblieben und natürlich auch der Handel und der Blick auf die Mitarbeiter. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tisch. Stimmt aber nicht für jede Maus. Es gibt ein paar Mäuse, die du im Unternehmen hast, die tanzen nie auf den Tisch. Die wissen genau, was zu tun ist, die kennen genau ihre Aufgabe und verfolgen diese. Und machen zwischendurch nie einfach das, was sie gerade wollen. Natürlich hätte ich am liebsten nur so eine Mäuse, aber das geht halt nie immer. Ne? Aber wir arbeiten dran. Wir sind da auf einem guten Weg und das ist auch das nächste, Personalstruktur. Wir haben kurzfristige, schnelle Personalentscheidungen habe ich getroffen, wo ich gesagt habe, das endet jetzt hier, die Reise ist jetzt hier zu Ende, aus Gründe XY, die werde ich jetzt aber nicht nennen, die aber schwerwiegend waren zum Teil. Und mit anderen habe ich mich geeinigt. Ich habe gesagt, hier, schwierig, wir sollten mal reden. Ja, also ich bin da auch ein Typ, das trauen mir vielleicht auch nicht viele zu, aber ich setze mich hin und rede mit den Leuten vorher und sage denen auch ganz klar, wo sie stehen. Wenn ich merke, es wird schwierig. Und hören wir dann auch an, was der andere dazu sagt. Und dann guckt man eben, findet man dort einen Konsens gemeinsam oder eben nicht. Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, hier im Verkauf, hier vorne, die Leute, die hier vorne sitzen, da mache ich keine Experimente. Das geht nicht. Nie mehr in der heutigen Zeit. Du kannst hier nicht irgendein mitschleifen. Das gleichen die anderen aus. Nee, der zieht die anderen runter. Der muss weg. Es tut mir leid, es klingt hart. Aber so jemand, der sich nicht formen oder bewegen will oder nie kann, der ist falsch. Und das sind Punkte, Faktoren, die wir dort mit getroffen haben, wo ich gesagt habe, Schluss jetzt mit dem, Ende hier, lass uns mal reden. Damit wir dort klar Schiff bekommen, weil es zieht ein Sturm auf und damit wir durch diesen Sturm mit unserem Boot, ist nur ein kleines Boot, aber damit wir mit unserem Boot durch den Sturm kommen, muss das Boot gesichert sein. Mit einer verlässlichen Crew, die weiß, was sie tut. Und die haben wir jetzt. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, wir haben noch ein, zwei kleine Stellschrauben zu drehen und dann sind wir so weit, dass ich sage, selbst wenn dieses Boot untergeht, dann habe ich alles gemacht, was ging. Und Fakt ist auch eins, ich muss mich natürlich mit mehr Fokus, und das ist auch ein Thema, warum auch Fernsehshow, da war ich auch oft gefragt, ob das weitergeht oder nicht. Aktuell nicht, weil ich wüsste gar nicht wann. Ehrlich jetzt, ich wüsste jetzt nicht wann. Ich bin eigentlich auch in Elternzeit gerade, kümmere mich normalerweise, ich teile mich mit der Lisa gerade so ein bisschen rein, damit ich hier auch ein bisschen was machen kann, weil es gibt ja nicht bloß Aufgaben, hier Videos drehen, sondern ich muss auch Autos kaufen, organisieren und so weiter und so fort. Personal rekrutieren und organisieren. Projekte vorantreiben. Wir überlegen, wie es weitergeht. Nächster Step wird sein, Autogesellschaft Werkstatt wird kommen, muss kommen, damit wir hier unsere Zukunft weiter absichern. YouTube ist ein wichtiger Faktor. Der Shop, der Merch, den wir da anbieten, ob es nur Aufkleber sind, so ein Hoodie wie ich zum Beispiel, also kein Hoodie, ein Crewneck, den ich hier zum Beispiel anhabe, damit das im Zweifel die Existenz hier aller und die Daseinsberechtigung aller weiter absichert. Das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute hier weiterarbeiten können, pünktlich vollständig ihr Gehalt bekommen und hier ein vernünftiges Arbeitsumfeld vorherrscht und ich hier nicht mit so einem Kopf reinkomme und mit so einem Kopf rausgehe. Wenn der Chef nicht mehr aufnahmefähig ist und nicht mehr zuhören kann oder will, dann ist das Ende zwangsläufig besiegelt, wenn es keinen anderen gibt, der das alternativ abfedert. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Für mich stehen die Zeichen, dass da hinten eine riesen Gewitterfront kommt, die ziemlich groß ist. Und die wird für mich von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer größer. Wir versuchen gerade unser Deck vorzubereiten, dass wir alle Lücken schließen oder alle Lücken schließen, so rum. Trifft es viel besser, um das mal zu versinnbildlichen. Und versuchen, durch diesen Sturm mit einer großen Maschine und voller Fahrt durchzufahren. Aber zumindest ist das erstmal ein Update. Ihr wisst grob, wie es um die Firma steht. Ihr wisst auch, dass wir quasi nie vor der Pleite stehen, was ja auch viele vermutet haben. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich will das Video nie unnötig in die Länge ziehen. Aber diese Basics haben wir, diese Hebel haben wir in Bewegung gesetzt. Es steht und fällt, und das sage ich auch nochmal ganz gerade raus, es steht und fällt mit dem Personal, was hier arbeitet mit den Jungs und Mädels, die hier arbeiten, da bin ich auch mittlerweile, das sage ich jetzt zum allerersten Mal,
sehr stolz und auch ziemlich zufrieden mit dem, was die hier machen. Sicherlich passieren hier immer noch Fehler, das ist unbestritten, wir sind nie fehlerfrei, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Auch was After Sales meiner Meinung nach angeht, machen wir echt mittlerweile einen ziemlich guten Job. Also wir sind da, wenn ich manchmal die Zuschriften bekomme von anderen Leuten aus der Community, wo die ein Auto gekauft haben, wie die Händler sich da teilweise verhalten, dann denke ich mir, Alter, das haben wir auch gemacht, auch vor 5 Jahren. Also da haben wir uns sukzessive von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag immer weiterentwickelt. Und das ist auch das, was ich will. Weil ich, weißt du was, weißt du, definiere Wahnsinn. Das ist mein Abschlusswort oder mein Abschlusssatz. Definiere Wahnsinn, Alter. Das hat Albert Einstein schon definiert. Wahnsinn ist, jeden Tag oder immer wieder das Gleiche zu tun und jedes Mal auf ein anderes Ergebnis zu hoffen und dann enttäuscht zu sein, dass es wieder nicht geklappt hat. Ich habe immer gedacht, Albert Einstein meint das auf irgendeine physische, auf irgendeine Formel in der Physik oder was weiß ich wo. Nee. Das auch, ja bestimmt. Aber der meint eigentlich das Leben. Das trifft auf deinen Job zu. Das trifft auf alles zu, was du tust. Macht dich irgendwas unzufrieden oder du bist unglücklich, dann überlege dir, und das habe ich gemacht, warum das so ist und wie wir das ändern. Wenn nicht, wenn du mit deinem Chef nie klarkommst, mit der Firma nie klarkommst, dann geh. Guck, was willst du im Leben? Wo willst du hin? Die meisten können, alle können sagen, was sie nicht wollen. Das kann jeder, negativ kann jeder. Jeder kann sagen, will ich nicht. Aber was willst du denn? Für mich war klar, ich will diese Scheiße nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr auf mein Konto gucken müssen und denken, fuck, bin ich jetzt eigentlich pleite? Bin ich nicht pleite? Wie geht's weiter? Was machen wir als nächstes? Das kann aber eigentlich nicht sein. Meine Auswertung sieht super aus. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Kundenstories, sage ich auch ganz gerade raus. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Aber es gibt halt Sachen, die kannst du leider nicht ändern, wie ihr ja wisst. Du kannst nur eins machen, gefühlt einen halben Psychologen als Verkäufer hinsetzen, der ermittelt, dass der Kunde XY über die Stränge schlagen kann und den dann einfach kein Auto verkaufen. Das kannst du vielleicht noch machen. Manche würden jetzt wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, Idiotentest für Autokäufer. Aber den müsstest du auch einführen für Verkäufer. Also das müsst ihr für BD geben. Ne? Wie auch immer. So, also, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Macht euch also keine Gedanken. In meinem Kopf geht's mir, also mir persönlich geht's gut. Der Jürgen hat einen Haufen Stress. Das macht mir persönlich viel mehr Gedanken. Ja, die Werkstatt kommt gut durch die, durchs Thema durch, denke ich. Also wir schaffen es auch, die Baustellen abzuarbeiten. Also sprich, wir haben auch Autos, die lange standen, ausgeliefert. Und verkauft, ne? M3 zum Beispiel, nur mal also als Beispiel M3 Cabrio oder Nissan Petrol, ne? Das hat alles Geld gebunden. Ich denke, wir haben unseren Schwachpunkt gefunden und ich muss jetzt zusehen, dass wir hier Autos reinhasseln, weil das fehlt uns, wir haben zu wenig Bestand, Freunde. Das ist natürlich das Loch, was ich gerissen habe, was aber auch absehbar war durch die Zeit, wo ich nicht da war jetzt, wo ich mit der Familie auf Reisen war. Also an der Stelle bin ich raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, nimm es mir nicht krumm, nimm es mir nicht übel. Wenn ich jemandem zu nahe getreten bin, dann tut mir das an der Stelle leid. Aber das sind halt meine Ansichten, meine Meinungen. Was ihn natürlich massiv zu schaffen macht. Ich glaube, ich verliebe mich gerade ein bisschen im Faden. Soll ich mal von ganz vorne anfangen? Denk nach, Tetzlaff, denk nach. Vielleicht schiebe ich mir mal so einen USB-Stick in den Arsch, vielleicht klappt es dann. Vielleicht finde ich dann meinen Faden wieder. Guck mal hier, ich habe ihn gefunden. Da ist er.